Der Gedanke, dass sie ihn essen wollten, kam ihm zum ersten Mal, als er das eindeutige Fehlen weihnachtlicher Gerüche bemerkte. Vielleicht war es nicht einmal ein bewusster Gedanke, zumindest keiner, den er ganz erfassen konnte, aber da war ganz klar eine wachsende Unruhe in ihm. Irgendwie wusste er es einfach. Wenn eine Familie jemanden zum Weihnachtsessen einlädt, erwartet man natürlich, dass das ganze Haus mit wundervollen Düften erfüllt ist, die man mit dem alljährlichen Fest in Verbindung bringt. Gefüllten Truthahnbraten, mit Honig glasiertem Gemüse, vielleicht sogar dampfenden Glühwein oder Weihnachtspudding mit Brandy. Aber nichts davon war da. Nur der Tisch war gedeckt. Es war in der Tat ein trostloses Weihnachten. Und während der weiße Schnee zu dieser besonderen Zeit des Jahres gern gesehen war, die durchdringende Kälte und der Frost, der den Häusern und ihren Bewohnern gleichermaßen zusetzte, waren es nicht. Die Temperaturen waren am 7. Dezember unter den Gefrierpunkt gefallen und es gab kaum Anzeichen für eine baldige Verbesserung. Familien taten ihr Möglichstes, um sich zu Weihnachten zusammenzufinden, aber für viele würde es ein einsames Weihnachtsfest werden. Zu reisen war besonders für Ältere fast unmöglich, aus Angst auf den glatten Eis auszurutschen. Ein einziger Sturz reichte aus, um sich eine gebrochene Hüfte oder Schulter zuzuziehen, und für die Gebrechlichen unter ihnen war es kein leichtes Unterfangen, sich von so einer Verletzung zu erholen. Ganz sicher nicht so einfach, wie es vielleicht jüngeren Menschen gefallen wäre. Die Familie Cardinal zeigte Mitleid mit einem älteren Gentleman, der erst vor kurzem in ihre Nachbarschaft gezogen war, nur ein paar Straßen entfernt. Sie waren aufrechte Bürger und nahmen an einer örtlichen Haushaltshilfeinitiative teil, in deren Rahmen sie Zeit mit älteren Menschen und Gebrechlichen verbrachten. Jedermann kannte und liebte sie. Timmy war der Jüngste, gerade einmal 5 oder 6 Jahre alt. Er war ein Kind, das von jedermann voller Bewunderung angesehen wurde. Er jammerte nie, verursachte niemals Ärger und war immer niedlich. Und seine 10-jährige Schwester Camilla wurde genauso verehrt. Sie waren ein Zeugnis der liebevollen und fürsorglichen Erziehung ihrer Eltern, Ben und Lucy Cardinal. Jedes Jahr, wenn der kalte Winter hereinbrach, ernteten die Cardinals Bewunderung für ihr Engagement und ihre Hingabe gegenüber ihren Mitmenschen, ihre Begeisterung und ihre Leidenschaft, anderen zu helfen, die im Leben weniger Glück gehabt hatten. Aber hinter dem Lächeln und der aufgesetzten Fassade lauerte eine viel düstere Absicht. Sie hatten eine alljährliche Tradition, etwas, womit sie sich selbst für ihre Freundlichkeit und Opferbereitschaft belohnten und das bereits viele Generationen der Cardinal-Familie zurückreichte. Jedes Weihnachten luden sie einen Gast zum Abendessen ein, den sie mit offenen Armen in ihrem Haus willkommen hießen, an einen wundervoll gedeckten Tisch setzten, mit humorvollen und angenehmen Weihnachtsgesprächen unterhielten und dann, im Lichte eines knisternden Feuers, wurde der Gast erstochen und genüsslich verspeist. Sie alle beteiligten sich an dieser alten Tradition und der kleine Timmy freute sich am allermeisten darauf. Er hatte einen grausamen Appetit und eine Taille, die das auch zeigte. Aber Kinder werden einfach in die Erwartung einer familiären Weihnacht eingebunden und seine Eltern erfreuten sich am Anblick eines heranwachsenden Jungen, der sich den Magen vollschlug. Camilla war von etwas ruhigerem Gemüt als ihr korpulenter kleiner Bruder, von schlanker Figur und einer blassen Hautfarbe, die alle an ihre Mutter erinnerte. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Sie liebte es, mit der Familie zu speisen und konnte jedermann mit einer einzigen scharfen, kalten Beleidigung die Sprache verschlagen. Ben war der Polizeichef in ihrem Bezirk und konnte dadurch leicht ihr alljährliches Festmahl vertuschen, während Lucy, lasst es uns so sagen, absolut begeistert und erpicht darauf war, ihre alljährliche Weihnachtstradition aufrechtzuerhalten. Ihre Gäste waren ausnahmslos Menschen ohne Angehörige und oft in einem reifen, fortgeschrittenen Alter, von der Gesellschaft vergessen und dazu verurteilt, in ihren einsamen kleinen Häusern zu verkümmern. Ben erklärte seinen Kindern frühzeitig,
dass sie ihren Opfern schon fast einen Gefallen taten, wenn sie sie aus diesem langsam wachsenden Elend erlösten. Und außerdem, wenn sie schließlich starben, würden sie entweder in einer Kiste verscharrt oder zu Asche verbrannt. Was für eine Verschwendung von gutem Fleisch. In diesem Jahr waren Timmy und Camilla besonders aufgeregt. Ihre Mutter tat alles, um sie zu beruhigen, aber am Weihnachtsabend schließlich war das kaum noch möglich, weil sie von ihrem besonderen Leckerbissen wussten, der sie am nächsten Tag erwartete. Die Cardinals würden einen ganz besonderen Gast beherbergen. Sein Name war Sergio Muraru und er stammte aus Osteuropa. Sie hatten noch nie zuvor ausländisches Fleisch gehabt und die bloße Vorstellung, in köstlich exotische Muskeln und Fett zu beißen, machte das diesjährige Festmahl zu etwas, auf das man sich wirklich freuen konnte. Sie hatten den alten Muraru erst ein paar Wochen zuvor getroffen, nachdem Ben diesen ungewöhnlichen Namen auf seiner Haushaltshilfeliste entdeckt hatte. Jedes Jahr, wenn es auf Weihnachten zuging, wurden die Freiwilligen in der örtlichen Kirche die Namen und Adressen von Rentnern gegeben, die keine Angehörigen mehr hatten und die bevorstehenden Feiertage allein verbringen würden. In dieser festlichen Jahreszeit und aus Sorge, dass viele der hilfsbedürftigen Einwohner der beißenden Kälte erliegen könnten, besuchten die Kirchenanhänger jedes einzelne dieser einsamen Individuen und boten ein offenes Ohr an, eine helfende Hand und oft auch ein herzhaftes Essen für die Ärmsten auf dieser Liste. Die Namen änderten sich nur selten, aber mindestens eine Person auf dieser Liste verstarb in jedem Jahr. Als ein aufrechter Bürger der Gesellschaft und als hoch angesehener Polizeichef im Bezirk informierte Ben die Kirche oft darüber, dass eines ihrer Mitglieder tragischerweise dahingeschieden war und ohne bekannte Freunde oder Familie konnte er leicht eine Lüge vorbringen, die normalerweise beinhaltete, dass ein lange verschollener Sohn oder eine Tochter aus dem Nichts aufgetaucht sei und den tragisch verstorbenen Elternteil hatte abholen lassen, um ihn irgendwo weit entfernt zu beerdigen. Entweder das, oder er behauptete, sie seien einfach weggezogen, weil er einen Deal mit einem ansässigen Immobilienmakler und einer Rechtsanwaltskanzlei hatte, die sie von jedem Grundstück warfen, um es erneut verkaufen zu können. Die Familie hatte einen gewissen Einfluss. Es war erstaunlich, wie wenig das von den Leuten hinterfragt wurde, aber weil die Cardinals sicherstellten, dass keines ihrer Weihnachtsfestmale ein aktives Mitglied der Gemeinschaft oder der Kirche war, nahmen die Menschen einfach an, dass Ben es am besten wusste. In diesem Jahr hatten die Cardinals gehofft, Lucy Rindridge für ihr Weihnachtsfestmahl zu gewinnen, aber unglücklicherweise war sie bereits während des Sommers verstorben. Ben hatte ihren Fall untersucht und fand heraus, dass sich zum Zeitpunkt ihres Todes ein Einbrecher zusammen mit ihr im Haus aufgehalten haben musste, aber es schien sich dennoch um einen natürlichen Tod gehandelt zu haben. Nein, die Familie musste jemand anderen zum Abendessen finden. Und dann tauchte ein Name auf der Liste auf. Sergio Muraru, 86. Leichte Lungenaufblähung, keine Familie, kennt niemanden in der Gegend, ist gerade erst hergezogen. Perfekt. Er war offensichtlich schon ziemlich gebrechlich, aber sein Verstand war immer noch klar und er erfreute Ben mit zahlreichen farbenfrohen Geschichten aus der alten Welt und den Abenteuern, die er in der Blüte seiner Jugend dort erlebt hatte. Besonders interessant waren seine Kriegsgeschichten und Ben war begeistert zu erfahren, dass ihr Hauptgang ein intelligenter, weitgereister Mann sein würde. Er sah nicht einmal wie eines ihrer vorherigen Opfer aus. Er war ziemlich groß, wenn auch vom Alter etwas gebeugt. Und mit seiner langen, hakenförmigen Nase und seinem durchdringenden Blick nahm Ben an, dass Mr. Muraru in seiner Jugend recht beeindruckend gewesen sein musste. Sein freundliches Lächeln und seine zerbrechlich wirkenden Züge ließen Ben jedoch nicht daran zweifeln, dass die Kinder ihn lieben würden. Sie genossen es, Leute mit Charakter und freundlichem Gemüt zu verspeisen. Er selbst genoss das Fleisch erst richtig, wenn es einen klaren Verstand beherbergt hatte und etwas Besonderes gewesen war. Denn der Familienglaube
Einer, der in Jahrhunderten unentdeckt und unbeeinflusst geblieben war, legte nahe, dass das Verspeisen eines anderen menschlichen Wesens etwas von dessen Stärke auf denjenigen übertrug, der ihn verzehrte. Wie viele, die weiter in die Vergangenheit zurückblicken konnten als voraus in die Zukunft, genoss Sergio Moraro die Gesellschaft sehr und war gerührt, als Ben ihn dazu einlud, am Weihnachtstisch seiner Familie Platz zu nehmen. Der alte Mann war wirklich sehr gebrechlich und bedurfte der Unterstützung von Ben und Camilla, um in Bens Auto hinein und wieder hinauszukommen. Sein Lungenleiden war an diesem Tag ziemlich schlimm und jeder seiner Schritte wurde vom keuchenden, flüssigkeitsgefüllten Geräusch seiner geschädigten Lungentätigkeit begleitet. Jeder Raum des Cardinal-Hauses war mit einer vielfarbigen Auswahl gläserner Weihnachtsdekoration geschmückt. Zahlreiche Karten zierten jeden sichtbaren Tisch und Kaminsims und brachten zum Ausdruck, wie beliebt Ben und seine Familie wirklich waren. Der Tisch war wunderschön gedeckt, mit einer roten Baumwolltischdecke, auf dem ein elegantes cremefarbenes Esservie stand. Der alte Mann fand, dass der Rest von Bens Familie genauso angenehm und sympathisch war wie er selbst. Timmy und Camilla waren freundlich und hatten sehr gute Manieren für ihr Alter, halfen dem gebrechlichen alten Mann auf seinen Stuhl und warteten bei ihm, während ihre Mutter und ihr Vater in der Küche beschäftigt waren. Schließlich erschien Lucy mit einer großen Servierplatte in den Händen. Sie war wirklich unnatürlich groß und als sie in der Mitte des Tisches abstellte, leer und bar jeden Essens, erhaschte der alte Moraro einen Blick auf Lucys Gesicht. Es war nur ganz flüchtig und er war sofort bereit, es als ein Produkt seiner Einbildung abzutun, aber es beunruhigte ihn zutiefst. Es sah so aus, als hätte ein heimlicher Witz zwischen Lucy und ihren Kindern die Runde gemacht. Der Anflug eines Grinsens lag auf ihrem Gesicht und keines der Freundlichkeit oder des Geistes von Weihnachten, sondern eines, das eine Verschwörung erahnen ließ. Als wäre Sergio das ahnungslose Opfer eines unliebsamen Streiches, das nur darauf wartete, gedemütigt zu werden. Gerade als in Sergio die Unruhe aufzukommen begann, erschien Ben mit einem langgezackten Fleischermesser und einer langen, zweizinkigen Gabel, die Sergio mehr an ein Metzgerwerkzeug erinnerte, als an etwas, das man dazu brauchte, um einen mittelgroßen Truthahn zu tranchieren. Ein Truthahn, dessen Fehlen zunehmend auffälliger wurde. Sie saßen über eine Stunde dort. Alle Mitglieder der Cardinal-Familie füllten freudig den Drink des alten Mannes nach und zeigten sich besorgt wegen jedes Hustens und jeden unangenehmen Atemzugs, den ihren Gast durchlebte. Aber es war eine seltsame Art von Besorgnis. Sie saßen vergnügt da, stellten Moraro Fragen und lauschten seinen Antworten und den Geschichten seines Lebens, wo er gelebt hatte, in wie vielen Schlachten er gekämpft hatte. Aber ihr Interesse und ihre Sorge schienen irgendwie nur beiläufig zu sein. Es war nur oberflächlich. Immer wenn ihr Gast die alte Welt erwähnte, wurden diese verschwörerischen Blicke über den Tisch hinweg ausgetauscht, als wären sie aufgeregt, nicht wegen des Inhalts seiner Geschichten, sondern einfach aufgrund der simplen Tatsache, dass Moraro ein Fremdling war. Nicht nur das Fehlen von Essen, sondern auch die bloße Erwähnung dessen waren schon beunruhigend genug. Aber noch verwunderlicher war, dass Ben immer wieder verstohlen zu einer antiken Uhr hinübersah, die auf dem Kaminsims stand. Es waren schlecht versteckte Blicke und sie verrieten ihren Zweck. Er zählte die Minuten bis zu irgendeinem Ereignis. Während der alte Mann keine Ahnung hatte, worum es sich bei diesem Ereignis handeln mochte, war es jedoch offensichtlich, dass es nicht mit etwas zu tun hatte, das in der Küche im Ofen garte. Moraro wurde klar, dass überhaupt kein Essen gebraten oder gegrillt wurde oder zum Abkühlen auf einem Fensterbrett stand. Was auch immer der Plan war, es hatte nichts damit zu tun, dass er ein Weihnachtsfestmahl zu essen bekam. Es war Camilla, die zuerst zu lächeln aufhörte, während er seine Anekdoten und historischen Betrachtungen zum Besten gab. Sie hatte sogar aufgehört, ihm zuzuhören.
Sie lachte nicht mehr länger höflich über die Witze und die reizenden Ansichten eines alten Mannes, der sich wegen seiner Vergesslichkeit immer wieder wiederholte. Camilla starrte einfach nur, starrte mit diesen kalten, dunklen Stecknadelaugen. Wie eine Schlange, kurz vor dem Angriff. Timmy war der Nächste und er fing an, Sergio drohend anzugrinsen, während seine Hand fest ein kleines, gezacktes Steakmesser umklammerte. Am alarmierendsten war, dass Timmys Starren nicht auf Sergios Gesicht gerichtet war, sondern auf seinen runzligen Hals. Mit einem letzten Blick auf die Uhr hörte auch Ben auf, der herzliche, zuvorkommende Gastgeber zu sein, und fing an, mit seinen Fingern über das riesige Tranchiermesser vor sich zu streichen, mit einer Mischung aus Wut und Verlangen auf seinem Gesicht. Sergio hatte in seinem Leben schon vieles gesehen, aber noch nicht so Seltsames und Verstörendes wie das. Schließlich, als die Uhr zu läuten begann, ließ auch Lucy ihre falsche herzliche Fassade fallen und enthüllte die kaltherzige und verdrehte Persönlichkeit, die darunter verborgen lag. Während das Läuten der Uhr langsam durch das Haus hallte, erhoben sich alle Cardinals von ihren Stühlen, scharfe, gezackte Messer in den Händen, und warteten. Die Uhr läutete einmal und sie murmelten einheitlich eine nicht entzifferbare Phrase. Die Uhr läutete ein zweites Mal und ihr kultiger Chor nahm an Grausamkeit und Lautstärke zu. Die Uhr läutete ein drittes Mal und sie hörten auf. Alles wurde still. Das ganze Haus war frei von Geräuschen und von Weihnachtlichkeit und jeder Art von Hoffnung. Das geplagte Keuchen des alten Mannes wurde immer heftiger und bei dem bizarren Anblick dieser verdrehten Familie begann Sergio zu dämmern, wie ihre Ansicht eines Festessens aussah. Die Familie bewegte sich leise um den Tisch herum und umringten ausdruckslos ihren Gast. Gerade als dem alten Mann klar wurde, was mit ihm geschehen würde, läutete die Uhr auf dem Kaminsims ein letztes Mal. Dieses letzte Läuten war anders als die anderen. Es war schärfer, irgendwie schmutziger und es hallte nur ein einziges Mal im Haus der Cardinals wider. Lucy schlitzte dem alten Mann von hinten die Kehle auf, während Ben sein Tranchiermesser tief in Sergios Bauch stieß. Die beiden Eltern zogen ihre Messer heraus und traten zurück, betrachteten voller Stolz, wie Camilla immer wieder schnitt und zustach, während Timmy sein Steakmesser in Moraros Beine, Hals und Arme rammte und wieder herauszog. Nach ein paar Minuten ließ die wilde Raserei nach und die beiden Kinder wurden müde und mit einem letzten Hieb trieb Timmy sein Steakmesser so tief in die Hand des alten Mannes, dass es sie komplett durchbohrte und auf die Tischplatte nagelte, auf der sie ruhte. Die beiden Kinder rannten in die Arme ihrer Eltern. Sie alle umarmten einander und waren voller Freude über ihr fantastisches Weihnachtsspiel und nun konnten sie sich genüsslich auf etwas saftiges, exotisches Fleisch freuen. Sich gegenseitig in den Armen haltend, starrten sie auf ihr Opfer herab und fingen an, lauthals über die dummen Geschichten dieses alten Mannes und über vergangene Zeiten zu lachen, über den Krieg und die alte Welt. Als sie sich wieder einander zuwandten, ließ ihr Lachen nach. Sie sahen sich in ihre rosigen, blutbespritzten Gesichter und teilten einen ganz besonderen Familienmoment. Für Ben war es eine der besten Opferungen gewesen. Aber das Lachen war nicht gänzlich verstummt. Eine Person lachte immer noch. Verwirrung wurde zu absolutem Grauen, als die bizarre Wahrheit offensichtlich wurde. Es war Mr. Moraro. Blutbeschmiert dasitzend, den Kopf zurückgeworfen und den tiefen Schnitt in seiner Kehle weit aufgerissen, lachte der Essensgast laut und heftig. Ein Lachen, das gleichermaßen alt und jung klang. Sein Kopf schoss nach vorn, als er Timmys Steakmesser aus seiner Hand zog und auf den Boden fallen ließ. Camilla schrie und Lucy versteckte sich hinter Ben. Was sie für eine Leiche gehalten hatten, starrte sie nun an, so wie sie ihn zuvor in ihrer eigenartigen Absicht angestarrt hatten.
Timmy machte sich in die Hose und weinte, als zwei eingezogene Fangzähne durch den Oberkiefer des alten Mannes brachen und ein gezacktes und furchteinflößendes Grinsen offenbarte. Lucy wurde ohnmächtig, als er sich erhob, und nun, da Verkrümmung und Alter von ihm abgefallen waren, ragte der Gast der Cardinals groß und dunkel vor ihnen auf, mit stechenden Augen, die Geschichten von Ländern und Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten des Daseins erzählten. Sergio Moraro aß sehr gut an diesem Weihnachtstag.